Ja, der Herbst ist für einen Tag heute zurückgekehrt. Es regnet hier bei mir und es ist richtig frisch. Ne, so, ja, so. Und heute präsentiere ich euch, ja, ob ihr es glaubt oder nicht, ich mache heute einen veganen Burger. 100% vegan, ehrlich. Ja, vielleicht sind es auch 99,9%. So ganz sicher bin ich mich da nicht, weil sowas habe ich noch nie gemacht. Nie. Ihr seht schon, Banane. Dann bin ich in ein Geschäft und habe noch Tofu gefragt. Die haben mich zu einem Regal gebracht. Ho, mei, da gab es so viel verschiedener Tofu. Ich habe den geräucherten gebraucht und der riecht wirklich wie, ja, wie Schinken. Aber warum esse ich dann kein Fleisch, wenn das Tofu wie Schinken riecht? Naja, egal. Ich bin ja kein Veganer, aber ich grill heute vegan. So, also mit den Bananen, mit dem Tofu, mit dem Mehl, mit dem Senf, Zucker, dann Knoblauch, Zwiebel, ja, Salz, Pfeffer, ein bisschen Olivenöl und Chili. Da werden wir uns dann die Patties basteln, den Teig, also die Burger. Ja? Und ja, und alles andere, das zeige ich euch dann als Barbecue-Sauce. Ja, unglaublich, aber wahr. Gibt's natürlich. Ja. Schaut's euch an. Erdnussbutter. Ja, ganz ehrlich. Ja, dann habe ich Salat, Gurken. Also, ich habe solche Gurken und solche Gurken, wie man halt will. Tomaten, Salat, ja, wie schon gesagt. Burgerbrötchen, vegane Burgerbrötchen. Ja, okay, ich lege einfach einmal los. Hallo bei Holgers Grill. Warum ist doch egal, ich bin dagegen. Auch wenn es euch nicht schmeckt, ich nenne es Freiheit. Ihr nennt es Mangel an Respekt. Ich will verstehen, mein Verhalten. Als Zeichen der Ablehnung, der ich euch gegenüberstehe. So, wir machen jetzt also hier richtig weiter. Wir schälen die Bananen, schneiden die in kleine Stücke, ja. Das wird dann alles zusammengematscht, ja. Also braucht ihr gar nicht so glatt zu schneiden. Zeige ich euch gleich. Weiter geht's. Bananen, geräucherter Tofu. Den bröckeln wir jetzt einfach klar. Na, so sieht es also aus. Interessant. Riecht aber echt wie Schinken, ehrlich. So, schön einbröseln. So, dann kommen wir etwa 2 Esslöffel Sojasauce. Da kleine Esslöffel. So. Dann brauchen wir 2 Esslöffel Mehl. Das Rezept stelle ich euch unten mit rein. Mehl, Senf, bei uns heißt Senft, so, eine große rote Zwiebel und 2 Knoblauchzehen. So, Zucker. Ist ungefähr ein Esslöffel voll, ja. Gut. Dann brauchen wir ein wenig Salz. Aufpassen, Sojasauce ist salzlastig, ja. Nehmen wir ein wenig schwarzen Pfeffer. Ein bisschen Chili. Mehr Chili, Sodala und zum guten Schluss noch ein kleinen Schuss Olivenöl und dann wird das alles hier vermatscht mit der Hand natürlich. So, wird schon langsam, ja, ich tue das richtig fest zermatschen und zerdrücken. Dauert schon. So, nach einer gewissen Zeit schaut es das jetzt so aus. Ich werde jetzt hier einen Burger formen. Die anderen mache ich später. Ich bin quasi die Gästperson. Und wenn meine Familie heute Abend heimkommt, dann mache ich die anderen. Jetzt schauen wir mal, ob das überhaupt hält.
Ja. Nochmal vorsichtig. Ah, das ist doch ein wenig dünner wie Hackfleisch. So. Ich weiß nicht, ob das so hält. Ich lege ihn einmal daher. Oh, wird schwierig. So. So, schaut's einmal. Und so hauen wir den jetzt einmal auf den Grill und probieren das aus. Ich habe jetzt da die Finger geleckt. Das schmeckt gar nicht so schlecht. Wirklich jetzt, wirklich. Schmeckt echt. Vegan Burger 1.0. Wir legen mal los, wir probieren es aus. So, der Grill ist aufgeheizt. Jetzt haben wir das einmal vorsichtig mit der Batschen. Wie kriege ich das wieder runter? Jawohl, er liegt drauf. Das ist schon mal gut. Okay, schauen wir mal, was passiert. Ich lasse ihn einmal da drauf liegen und beobachte ihn. Ich lege einmal schnell ein Brötler dazu. So. Fertig. Oh, heiß. Lassen wir uns einmal überraschen, wie er jetzt ausschaut. Ja? Oh. Oh, schwierig. Sehr schwierig. Ich denke, ich warte noch ein bisschen. Ja. Der braucht anscheinend länger als Hackfleisch. Okay. Volles Risiko. Ich habe jetzt eine zweite Batschen geholt. Unglaublich. Drauf ist er. Der wird gar nicht dunkel. Der röscht gar nicht an. Das ist unglaublich. Dauert es wirklich so rein, so lang Tofu und Bananen auszuputzen. Wahnsinn. Echt der Hammer. Gut. Jetzt warte ich ein wenig länger. Das waren vielleicht jetzt 6-7 Minuten. Wirklich. Ist schon hammerhart. Warte mal jetzt um 10. Nun gut, ich habe noch mehr von den veganen Burgern heute zu grillen. Ich werde jetzt einmal mein Huhnbrötchen einmal so langsam mit der Erdnussbutter bestreichen, denn ich denke, ja, ich hebe das dann vom Grill gleich direkt aufs Brötchen. Ich glaube, das macht echt Sinn. So, dann tun wir da noch ein wenig Salat drauf, ja. So. Schön drauf damit. Oh, schauen wir mal, ob wir es drauf kriegen. So. Vegan Burger. Moment. Dann kommen die Tomaten dazu. Auf die Tomaten kommen die Gurken. Dann kommt die zweite Scheibe. Und so schaut sie aus, vegan Burger. Ich werde natürlich, wenn ich die andere beim Grill noch ein bisschen Mehl dazu mischen, dass das ein bisschen dicker wird, weil das ging ein bisschen schief, ja. Ja, passiert beim Grillen, ist halt so. Ist alles live bei mir. Ja, ob ich mich halt ein wenig blamiert, was soll's. Passiert. So, jetzt werden wir den auch probieren. Logisch. Seid ihr bereit? Auwe. Schmeckt wie Schinken mit Banane. Ehrlich, wie geräucherter Schinken mit Banane. Ja.
Aber ich gehe davon aus, wenn man Veganer ist, dann kann man damit überleben. Aber ich als Fleischesser muss sagen, ja, hat Spaß gemacht, das einmal zu probieren. Ich weiß jetzt wenigstens, wie das schmeckt. Ich kann da mitplaudern. Und wenn ihr das einmal nachmachen wollt, Rezept ist unten drunter. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Holgers Grill. Bis dahin, tschüss, servus, euer Holger.